Sind die Voyager-Sonden sehr viel früher auf etwas gestoßen, das man erst in Jahrtausenden erwartet hätte, auf Außerirdische im noch recht nahen Weltraum? Und haben sie uns durch die ersten interstellaren Raumsonden eine Botschaft zukommen lassen, eine Warnung an die Menschheit? Wir schauen uns heute die vielen seltsamen Berichte über Voyager 1 und Voyager 2 an. Was passiert ist, als sie den Einflussbereich der Sonne verlassen haben? Eine seltsame kosmische Mauer, die irgendwie mit ihnen interagiert hat. Haben sie dahinter schon auf uns gewartet? Und warum sagt auch die Wissenschaft, dass uns in naher Zukunft immer mehr Signale erreichen werden? Das und sehr vieles mehr erfahrt ihr wie immer direkt nach dem Intro. In den letzten Tagen drangen merkwürdige Nachrichten aus dem Kontrollzentrum der NASA. Irgendetwas stimme nicht mit einer der Voyager-Sonden. Die Ingenieure der Weltraumbehörde stünden vor einem Rätsel. Voyager 1 sende merkwürdige Daten. Seltsame Funksprüche erreichten die Erde, ausgesendet aus dem interstellaren Raum. Wurde die Nachricht, die sie mit sich trägt, endlich beantwortet? Es ist nicht das erste Mal, dass die Voyager-Sonden scheinbar mysteriöse Signale an uns zurücksenden. 20. August 1977, Cape Canaveral. Die Raumsonde Voyager 2 startet in den Weltraum. Nur 16 Tage später ihre Schwestersonde, Voyager 1. Sie sollen die Planeten unseres Sonnensystems erkunden und die äußersten Grenzen. Wirklich niemand hatte damals damit gerechnet, dass sie auch heute noch, 45 Jahre später, ihre Funktion aufrechterhalten. Inzwischen haben sie unser Sonnensystem hinter sich gelassen. Voyager 1 übertrat am 25. August 2012 die Grenze ins dunkle Schwarz. Sie befindet sich nun im interstellaren Raum, die große Leere zwischen den Sternen unserer Galaxie. Ihr Kontakt zur Erde bleibt auch heute noch bestehen. Mehr als 23 Milliarden Kilometer entfernt sendet sie auch heute noch Signale in Richtung unserer Erde. 21 Stunden brauchen die Funkwellen der Voyager, bis sie uns erreichen. Voyager 1 und Voyager 2 fliegen nicht alleine. Neben ihren zahlreichen Messinstrumenten haben sie eine Botschaft an Bord. Bei der Planung der Mission hatte man die Sonden mit einer Datenplatte aus vergoldetem Kupfer ausgestattet. Die goldene Schallplatte hat einen Durchmesser von 30 cm und enthält Botschaften für Außerirdische in Bild und Ton. Dabei soll sie ganze 500 Millionen Jahre überdauern können. Auf dem Cover der Platte ist eine Anleitung zum Abspielen eingraviert. Bitte mit 16,66 Umdrehungen pro Minute abspielen. Im Binärcode selbstverständlich. Schließlich suchte man nach einer allgemein verständlichen Sprache. Und die 16,66 Umdrehungen basieren dann auch noch auf der Zerfallsdauer des Wasserstoffatoms. Spielt man die goldene Platte dann ab, offenbaren sich zahlreiche audiovisuelle Aufnahmen der Erde, wie Musikstücke bekannter Komponisten oder Geräusche von Wind, Donner oder Tierlaute. Die NASA selbst hat nie geglaubt, dass diese von uns ausgesendete Botschaft jemals auf Gehör treffen wird. Und doch wurde in den letzten Tagen bekannt, dass man eine weitere Kontaktaufnahme plant. Die zukünftige Nachricht beinhalte unter anderem einen Ort- und Zeitstempel, visuelle Erklärungen zu Algebra, eine bildliche Darstellung der DNS-Doppelhelix und eines Wasserstoffatoms, ein Bild unseres Sonnensystems sowie eine Karte des Planeten Erde. Aufsehen erregte diese neue Botschaft wegen ihrer Abbildung zwei winkender Menschen. Mann und Frau sind dabei nackt. Dabei wurde diese Darstellung schon vor 50 Jahren benutzt, ausgesendet durch die Pioneer-Sonden. Nichts Neues also für die Entwickler, die auch in ferner Zukunft keine Antwort der Pioniere erwarten. Voyager 1 hingegen soll nun eine unerwartete Reaktion auf ihre ausgesendete Botschaft bekommen haben. Was steckt hinter den Nachrichten eines mysteriösen Funkspruchs? Hat die am weitesten entfernte Sonde der Menschheit etwas entdeckt? Haben Außerirdische den Versuch eines Kontakts vollzogen? Und warum ist es nicht das erste Mal, dass die Sonde uns seltsame Daten liefert? Was genau ist vor 12 Jahren schon einmal geschehen?
22. April 2010. Voyager 2 ändert plötzlich ihren Datencode. Während ihrer langen Reise durch das Sonnensystem habe irgendetwas die Sonde manipuliert, so der Missionsleiter und NASA-Experte Kevin Baines. Er sagt, dass es so scheint, als habe jemand die Kontrolle über das Raumschiff übernommen und die Sonde neu programmiert. Aus etwa 15 Milliarden Kilometer Entfernung begann sie Daten in einer Sprache zu senden, die keiner der Experten verstehen konnte. Jemand müsse das Kommunikationssystem der Sonde geändert haben. Bei einer genaueren Analyse wird festgestellt, dass der Binärcode des Kommunikationssystems geändert wurde. Die NASA beschließt, die Sonde herunterzufahren, neu zu programmieren und wieder zu starten. Tage später läuft sie wieder wie gewohnt. Der neue Code war verschwunden. Jahre danach tauchte die Nachricht über diesen mysteriösen Vorfall wieder in den sozialen Netzwerken auf. Man habe diesen seltsamen Code entschlüsseln können. Es sei eine Nachricht Außerirdischer, die die Sonde kontaktiert hätten. Kontinuierlicher Schutz der Menschheit, 49,27N, 11,5E. Geheim gehaltenes Wissen über den technischen Fortschritt müsse allen Erdenbürgern zugänglich gemacht werden, um das planetare Überleben zu sichern. Warnung vor Orion 1,350.3 und Zeta Reticuli 39.170. Vermeiden Sie das Senden von Signalen oder Nachrichten. Verlasst die Erde. Die NASA bestritt natürlich eine Botschaft Außerirdischer. Die Voyager-Sonde wies damals nur eine ungewöhnliche Musterverschiebung im Systemcomputer auf. Daher wurde sie in den Engineering-Modus versetzt und resettet. Was genau dahinter steckt, könne man zwar nicht eindeutig sagen, aber es sei wohl eine sehr seltene, einzigartige Anomalie im Datensystem der Sonde gewesen. Wenn es nur ein Zufall war, ein einzigartiger Fehler, warum ist es dann schon wieder passiert? Diesmal bei ihrer Schwestersonde, der Voyager 1. Was hat diese Anomalie ausgelöst? Wurden wir schon wieder kontaktiert? 20. Mai 2022, vor wenigen Tagen. Die Zeitungen dieser Welt berichten von einem seltsamen Vorfall, der bis jetzt andauert. Voyager 1, die am weitesten von der Erde entfernte Sonde überhaupt, sendet Daten, die nicht zu dem passen, was bei ihr an Bord passiert. Die NASA habe öffentlich gemacht, dass die Sonde derzeit ein sehr rätselhaftes Verhalten zeige. Das Ingenieursteam sei gerade dabei herauszufinden, was dieses verursache. Die im interstellaren Raum fliegende Sonde arbeite zwar normal, führe von der Erde empfangene Befehle korrekt aus, doch die Daten des Bordcomputers weisen seltsame Anomalien auf. Genauer gesagt das System, das für die Ausrichtung ihres Senders verantwortlich ist, dem sogenannten Attitude Articulation and Control System. Dieses AACS ist unter anderem dafür verantwortlich, die große Antenne von Voyager 1 präzise auszurichten, so dass die Sonde mit der Erde kommunizieren kann. Alles deute darauf hin, dass das System diese Arbeit weiter erledige, doch die auf der Erde empfangenen Telemetriedaten seien ungültig. Teilweise sehe es so aus, als wären die Daten zufällig generiert worden. Zudem zeigten sie einen Zustand an, in dem sich der Computer unmöglich befinden könne. Geschehe so etwas, müsste sich Voyager 1 sofort und automatisch in ihren Ruhemodus versetzen, eine Sicherungseinrichtung, um sich zu schützen. Das Team auf der Erde hätte somit Zeit, eine Diagnose durchzuführen. Kurioserweise tat dies Voyager 1 nicht. Trotz dieser Fehler, dieser Anomalie, operiert sie weiterhin in ihrem aktiven Modus. Außerdem sei das empfangene Signal nicht schwächer geworden. Ihre Antenne sei also weiterhin völlig korrekt ausgerichtet. Ist es die gleiche Anomalie, die schon 12 Jahre zuvor die Voyager 2-Sonde ereilte? Verbirgt sich eine Botschaft in diesen fehlerhaften Datensätzen? Eine Nachricht Außerirdischer? Ist diese Warnung nur ein Mythos? Orion deutet klar auf die Verbindung zum alten Ägypten hin. Zeta Reticuli hingegen wird immer wieder als die Heimat der Grace beschrieben. Gut möglich, dass sich da einer nur einen schlechten Scherz erlaubt hat.
Dennoch sind die Voyager-Sonnen dort draußen auf etwas sehr Ungewöhnliches gestoßen, eine kosmische Mauer, und diese habe gar mit ihnen interagiert. Wenn diese Warnung also echt ist, so könnte sie von irgendetwas oder irgendjemandem hinter dieser Mauer stammen. Am Rande des Sonnensystems passiert etwas Unheimliches. Wissenschaftler können es sich nicht erklären. Astronomen entdecken unheimliche Strukturen und Wellen an der Grenze unseres Sonnensystems. So lauten die derzeitigen Schlagzeilen. Nicht ohne Grund. Eine neue Studie zeigt, dass sich die Grenze der Heliosphäre, die Heliopause, auf mysteriöse Weise verschiebt, sich zusammenzieht und rechte Winkel bildet. Absolut unerwartet und etwas, das zu Kontroversen in der Welt der Wissenschaft führen wird, wie es heißt. Diese nun veröffentlichte Studie wurde mit bereits 8 Jahre zurückliegenden Daten durchgeführt. Bei der Überprüfung der Daten von Voyager 1 und Voyager 2 stellte man fest, dass sich die Heliopause dramatisch verändert, binnen sehr kurzer Zeit. Anhand der Messinstrumente an Bord der beiden Sonnen hatte man ein sehr exaktes Modell berechnet. Doch was nun passiere, kollidiere fatal mit diesen Modellen. Zuerst stellte man einen einmonatigen Anstieg des dynamischen Drucks des Sonnenwindes fest. Doch das war bei weitem nicht das Einzige. Die Daten zeigten, es gibt signifikante Asymmetrien in ihrer Struktur. Oder einfach gesagt, die Heliopause beginnt sich zu verändern. Auf völlig unerwartete Art und Weise. Zu einem Zeitpunkt, der mit der Durchquerung der beiden Voyager-Sonnen korreliert, mehr oder weniger übereinstimmt. Bei der Analyse der Daten stellten die Forscher fest, dass die Oberfläche der Heliosphäre durch riesige Wellen verzerrt wird. Noch viel unerwarteter war aber, dass sie schräge und geneigte Winkel bilden. Manche von ihnen bilden gar perfekte rechtwinklige Strukturen aus. Diese seltsamen rechtwinkligen Wellen erreichen dabei eine gigantische Größe. Strukturen, die 10 astronomische Einheiten groß sind. 10-mal so groß wie der Abstand zwischen Sonne und Erde. 1,5 Milliarden Kilometer. Was ist diese sich verändernde Wand? Könnte es eine künstliche Struktur sein? Etwas, das sich aktivierte, als die Voyager-Sonnen durch sie hindurchflogen? Die Wissenschaft scheint derzeit ratlos zu sein. Sie müssten noch verstehen, was diese winkligen Wellen verursacht. Nicht ohne Grund. Nach ihren Erkenntnissen gäbe es keine treibende Kraft, die diese Asymmetrie hervorruft. Nichts, was mit dem Sonnenwind oder dem interstellaren Raum dahinter wechselwirkt. Es scheint völlig aus dem Nichts entstanden zu sein. Doch das stimmt nicht so ganz. Es ist nur das, was unmöglich zu sein scheint. Zu gewagt, dass ein Astronom auch nur daran zu denken vermag. Am 25. August 2012 durchquerte schließlich Voyager 1 die Heliopause, durchdrang diese seltsame Wand, flog in Richtung des interstellaren Raums. Hat sie dabei etwa etwas ausgelöst? Etwas, das diese kosmische Barriere dazu veranlasste, ihre Form zu ändern? Besitzt diese Wand eine Art Bewusstsein oder einen Kontrollmechanismus? Wurde diese Mauer künstlich erschaffen, dazu gedacht, dass, wenn es eine Zivilisation es bis dorthin schafft, anderen Zivilisationen signalisiert, auf welchem technologischen Stand wir sind? Tatsächlich haben die Signale unserer ganz eigenen Sonnen schon längst andere Welten erreicht. Gar nicht so unwahrscheinlich also, dass wir schon sehr bald eine Antwort erhalten könnten. Aber seht wie immer selbst. Schon im Jahr 1972 startete man Pioneer 10. Auch ihr Weg sollte sie in die Richtung des interstellaren Raumes führen. Ein Jahr später dann auch ihre Schwestersonde, Pioneer 11. Beide Sonden enthalten eine goldene Plakette, ein Informationsträger für Außerirdische, 22,9 cm breit, 15,2 cm hoch. Sie zeigen Mann und Frau, unbekleidet, die Silhouette des Raumschiffs, um einen Größenvergleich zu ermöglichen, unser Sonnensystem und die Darstellung eines Wasserstoffatoms. Das wichtigste Element befindet sich aber im rechten Bildzentrum, die exakte Position unserer Erde. 14 markante Pulsare innerhalb der Milchstraße, die maßstabsgetreu den Weg zu unserer Sonne aufzeigen, so wie es auch die goldene Schallplatte der Voyager-Sonnen zeigt.
Sollten Außerirdische auf die Pioneer- oder Voyager-Sonnen stoßen, es wäre für sie ein leichtes, uns sofort aufzuspüren. Eine Tatsache, die schon seit der Aussendung der interstellaren Raumschiffe auf einiges an Unbehagen stößt. Schließlich können wir nicht wissen, ob uns eine außerirdische Zivilisation wohlgesonnen ist. Die NASA selbst hat nie geglaubt, dass diese von uns ausgesendete Botschaft jemals auf Gehör treffen wird. Doch geht es nach einer neuen Studie, so könnte die Weltraumagentur nicht falscher damit liegen. Ein Team von Wissenschaftlern der California University geht anhand neuester Daten davon aus, dass nicht nur Voyager und Pioneer einen anderen Planeten erreicht hätten, sondern auch, dass ihre Botschaften auf Gehör gestoßen sind. Und schon im Jahr 2029 sollen wir eine Antwort bekommen. Im Jahr 2002 sendete die NASA im Rahmen eines Routineprotokolls Funksignale an die Sonde Pioneer 12. Ein einfacher Ping, um festzustellen, ob die erneute Kommunikation erfolgreich war. Doch dieses Signal erreichte nicht nur die NASA-Sonde, sondern auch einen anderen Stern. Damit auch die ihn umkreisenden Planeten, rund 27 Lichtjahre von der Erde entfernt. Mehr noch, Pioneer 12 fungierte dabei quasi als Verstärker. Ein jedes Mal, wenn eines dieser Funksignale an die interstellaren Sonnen gesendet werden, treffen sie auf ihre metallische Außenhaut. Die Folge ist eine Zerstreuung der Funkwellen in allen möglichen Richtungen. Ein wahres Funkfeuer. Dieses auf den ersten Blick unscheinbare Ereignis war aber nur der Anfang, der Beginn einer bahnbrechenden Studie der University of California. Die dort tätigen Forscher gehen davon aus, dass dieses Signal bereits schon längst von Außerirdischen abgefangen und zur Erde zurückgeschickt wurde, gerade in diesem Moment auf dem Weg zu uns. Und es braucht nicht mehr lange, bis es uns erreicht. Dies ist die berühmte Idee von Carl Sagan, der sie als Thema für den Film Contact verwendet hat. So Howard Isaacson, Astronom und Mitautor der Studie. Dabei wird er allerdings eher das Buch gemeint haben, denn Sagan starb bereits ein Jahr vor Beginn der Dreharbeiten. Der Film Contact von 1997, der auf dem Buch von Carl Sagan basiert, erzählt die Geschichte einer SETI-Wissenschaftlerin, die Beweise für Außerirdische auf einem 26 Lichtjahre von der Erde entfernten Planeten findet, anhand eines Signals aus dem All, schließlich dann auch in Kontakt mit den Aussendern des Funkspruchs tritt. Was sich bisher nur im Film widerspiegelte, soll nun aber zur Realität geworden sein. Die Forscher verwendeten für ihre Studie die Signale von der Erde, die an Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 und New Horizons gesendet wurden. Diese wurden dann kartiert, eine Sternkarte mit all jenen Bereichen, zu denen sich die Signale ausgebreitet haben. Zur großen Überraschung aller Beteiligter stellten sie fest, dass die Übertragungen an Voyager 2, Pioneer 10 und Pioneer 11 bereits mindestens einen Stern erreicht haben. Die an Pioneer 10 gesendeten Signale haben bereits vor 21 Jahren einen weißen Zwergstern erreicht. Im Jahr 2313 werden sie gar auf 222 weitere Sterne treffen. Und das Jahr, in dem wir mit einer Antwort rechnen können, präsentieren uns die Wissenschaftler auch schon. Wir können frühestens im Jahr 2029 mit einer Rückübertragung rechnen. Doch Pioneer 10 Signale sind nicht die einzigen, die bereits einen anderen Stern und damit auch seine ihn umkreisenden Planeten erreicht haben. Die Signale an Voyager 2 und Pioneer 11 haben ebenfalls schon andere Welten erreicht. Und auch die Signale für Voyager 1 und New Horizons werden bald schon auf die ersten Sternensysteme treffen. So rechnen die Forscher damit, dass das Voyager 1 Signal bereits im Jahr 2044 auf eine andere Sonne treffen wird. Und wenn wir andere Sterne sagen, so meinen wir natürlich auch immer andere Planetensysteme. Wir können frühestens im Jahr 2109 damit rechnen, eine Rückmeldung von dem potenziell intelligenten außerirdischen Leben zu erhalten, das durch die Übertragungen von Voyager 1 entdeckt wurde. Die gesamten Übertragungen an Voyager 1 werden bis zum Jahr 2341 ganze 277 Sterne erreicht haben.
Die Übertragungen an Voyager 2 hingegen sind bereits heute schon auf zwei Sternsysteme getroffen, genauer gesagt bereits schon 2007. Bis zum Jahr 2336 werden alle 272 nahegelegenen Sterne erreicht worden sein. Die Verfasser der Studie erwarten, dass Außerirdische spätestens 2033 das Signal erwidern werden. Auch die an Pioneer 10 ausgesendeten Signale haben bereits 2018 einen Zwergstern erreicht. Wenn es dort intelligentes Leben gibt, wir müssten im Jahr 2058 eine Antwort von ihnen bekommen. New Horizon hingegen ließe noch auf sich warten. Sie ist einfach noch zu neu. Die Signale der im Januar 2006 gestarteten Sonde werden erst im Jahr 2119 auf einen Stern treffen. Die Liste der bisher auf ein außerirdisches Sonnensystem getroffenen Signale ist zwar kurz, aber wird von Jahr zu Jahr immer weiter anwachsen. Derzeit sieht es so aus. Das an Pioneer 10 gesendete Signal erreichte einen weißen Zwergstern im Jahr 2002. Mögliche Antwort 2029. Das Signal an Voyager 2 ist im Jahr 2007 auf einen braunen Zwerg getroffen. Mögliche Antwort dort 2031. Ein weiteres Voyager 2 Signal traf schon 2007 auf einen M-Zwerg. Mögliche Antwort 2033. Und das Signal an Pioneer 11 erreichte einen M-Zwerg im Jahr 2018. Mögliche Antwort 2058. Die Liste der eintreffenden Signale ist aber nicht das einzige, was größer werden wird, sondern auch die Gefahr, auf eine Zivilisation zu stoßen, die uns nicht freundlich gesinnt sein könnte. Haben wir also schon längst außerirdische Signale erhalten von Aliens, die sich zum Beispiel hinter dieser Mauer aufhalten, vielleicht nur eine Sonde, ausgestattet mit einer KI, die bei Kontakt einen Funkspruch sendet? Können wir in naher Zukunft gar mit Signalen von fremden Planeten rechnen? Wissen tun wir es natürlich nicht, doch nach dem heutigen Video scheint es doch gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Oder was meint ihr dazu? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, so lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr wisst ja, da freue ich mich wirklich immer sehr. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Augen auf!